Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kinder fragen Kinder mit dem wunderschönen Julian, der süßen Vivian und unserem Special Guest heute, Leona. Schön, dass du es geschafft hast, Leona. Wir befinden uns hier heute in Ortsteil Finkenkrug am Bahnhof, ne? Nicht unweit deiner Heimat. Das Wetter ist nicht so berauschend, deswegen sollten wir uns auch ein wenig beeilen. Trotz alledem ziehen wir die Fragen jetzt durch, warten bis der Zug vorbei ist. Ja. Special Effect, vorbeifahrender Zug hat auch nicht jeden. Ihr stellt eure Fragen, du antwortest und los geht's. Wie alt bist du? 11. Jana ist 11 Jahre alt. Die älteste, die wir bis jetzt hatten, ne? Älter war bis jetzt keine. Lukas ist auch 11? Ja, er war. Verdammt, der ist auch 11, stimmt. Lukas ist dein Bruder, ne? Das heißt, wir hatten deine beiden Brüder jetzt schon da, Lukas und Linus, richtig? Ja. Sehr schön. Stimmt, oh mein Gott. Hatten wir schon Jona? Ich werde alt. Nee, Jona hatten wir noch nicht. Vivian. In welche Klasse gehst du? In die 4C. In die 4C. 4A, B, C. D. Vierte Klasse, D, genau so sieht's aus. Julian? Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist rot und so neongrün. Rot und neongrün, okay. Und warum rot und neongrün? Weil die einfach cool sind. Sind einfach cool. Okay, wenn die einfach cool sind, sind sie cool. Vivian? Was ist dein Lieblingsessen? Eis, Eierkuchen, Pizza, Nudeln mit Tomatensauce. Da haben wir es wieder, Nudeln mit Tomatensauce. Merkt ihr? Das ist wie ein roter Faden, Nudeln mit Tomatensauce. Und Pancakes. Pancakes und Eierkuchen und Eis. Meine Fresse. Wow. Nicht schlecht, oder? Klingt lecker. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Ich habe eigentlich kein Lieblingsfach. Kein Lieblingsfach? Du magst alle Fächer gleich. Du findest alle Schulfächer toll. Nee, außer Mathe. Mathe ist nicht so dein Ding? Nee. Naja. Mathe ist ein wichtiges Fach, aber hey, das kommt alles. Glaub mir mal. Es gibt Höhen und Tiefen bei Mathe. Geht's bei Vivian und Julian genauso, bei mir immer noch so. Mal kann ich rechnen, mal nicht. Ja. Vivian? Was findest du toll an Karate? Dass man kämpfen kann zum Schluss. Dass man kämpfen kann zum Schluss. Das macht Leon auch richtig klasse. Ne? Also man muss dazu sagen, liebe Zuschauer auf der ganzen weiten Welt, die ihr jetzt zuschaut, Leona ist eine richtig klasse Kämpferin. Ne? Die ist robust, charmant, ruhig still zurückhaltend. Ne? Man denkt nichts Böses und dann kommt sie aus dem Hintergrund und BÄM! Ja, eiskalt. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass du mit zwei Brüdern aufwächst? Ja. Hat was damit zu tun. Ne? Julian. Was magst du an Karate Misu? So überleg dir genau, was du sagst. Nein, mein Spaß. Erzähl ruhig. Das Meditieren, das ruhig sein. Ja. Ja, aber das gehört leider dazu. Ich weiß, das ist nicht so ganz dein Ding, ist nicht schlimm. Auch da kannst du noch sicherlich was dazu lernen, aber Meditieren ist ganz, ganz doll wichtig. Dieses ruhig werden, dieses Rundkommen, still sein, wie sagen wir immer so schön, sein Chakra finden, sein inneres Chakra finden. Ne? Ja, dein inneres genau. Chakra. Finde dein inneres Chakra, ne? Kurz runterkommen und sich zu fokussieren und konzentrieren. Leona, nur wer konzentriert und fokussiert ist auf seine Aufgabe, auf sein Ziel, der erreicht sein Ziel. Alles andere, was abgelenkt wird und so weiter, sorgt immer dafür, dass man nie zu 100% das macht, was man machen könnte, was man erreichen könnte. Vivian? Hast du schon einen Freund? Mhm. Ja. Es war so klar, dass diese Frage kam. Hast du schon einen Freund? Okay. Dass die Frage von Vivian kommt. Okay, dass die Frage von Vivian kommt, war klar. Du hast schon einen Freund. Ja. Sehr schön. Wie alt ist der, wenn ich fragen darf? Sehr schön. Siehst du mal. Na? Fängt langsam an. Freundschaften werden geschlossen. Ne? Julian, hast du schon eine Freundin? Immer noch nicht. An alle da draußen, gerade an die Mädchen, Bewerbung nehme ich gerne entgegen. Mein Sohn sucht doch eine Freundin. Sehr schön. Nicht über das Internet. Nicht über das Internet? Nicht. Okay. Vielleicht sieht da jemand aus Heiden Kriegs. Julian? Warte, was ist Freund? Was sagst du? Hab keinen mehr. Hast du noch eine Frage? Kommt, ihr seid Frauen, ihr seid unter euch. Hast du ein Haustier? Okay. Ja, ich habe zwei. Also, eigentlich
13 Meerschweinchen und 5 Hasen. 13 Meerschweinchen und 5 Hasen. Respekt. Und was machst du die letzten 2 Stunden des Tages, außer füttern und sauber machen? Eigentlich darf ich nicht mehr füttern. Okay, das 13 Meerschweinchen? Ja. Kurze Frage, haben die alle Namen? Ja. Und die kannst du alle auseinanderhalten? Also wenn ich die jetzt zusammennehme und würfel, dann weißt du immer noch, wer ist. Oder? Es gibt 2, die fast genauso gleich aussehen. Okay. Eins, also ich habe ein Blattes und dann hat meine noch 3 andere bekommen. Okay. Und eins ist fast genauso glatt. Okay. Also ich komme mit 2 Handkörpern. Halleluja. Ich kann nicht richtig gut auseinanderhalten, aber die anderen kann ich gut auseinanderhalten. Okay. Also wirklich meinen höchsten Respekt und Anerkennung, so viele Tiere zu halten. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen fassungslos und sprachlos. Vivian, hast du noch eine Frage? Noch so einen Korken? Na? Was ist dein Lieblingsspiel? Oh. Mein Lieblingsspiel. Ganz gleich, ob jetzt elektronisch oder so wie wir alten Menschen es doch kennen, Brettspiel. Oder so. Äpfelchen. Entschuldigung, was ist denn mit dem Äpfelchen? Das ist ein Spiel einfach. Also ich kenne Äpfeln, das machen Pferde, aber was ist Äpfelchen? Das ist ein Spiel, Äpfelchen. Okay. Da kann ich mit Fichten nennen oder auch nur 3 oder auch die 2. Okay. Man muss, also da gibt es so ein Drehrad, da muss man drehen. Okay. Wenn man so 3 Äpfel, dann kann man 3 Äpfel von einem Baum flippen. Okay. Und wenn man alle Äpfel dann einmal hat. Okay. Ich hätte gerne gar nichts. Ja, nicht. Müssen wir unbedingt kaufen. Ich will mit euch Äpfelchen spielen. Finde ich sehr spannend. Sehr cool. Klasse Frage. Wann kommt jetzt das nächste? Was machst du draußen gerne? Knallhart. Draußen? Ich bin hier gerne auf dem Trampolin. Trampolin ist eine coole Sache, oder? Kann man schön springen, Seite machen, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts, Rolle seitwärts. Oder einfach nur liegen, so wie ich. Ja. Cool. Sehr schön, super. Klasse Fragen, klasse Antworten. Ich habe heute wieder unglaublich viel dazugelernt. Ja, dann frag weiter, komm. Was ist dein Hobby? Mein Hobby? Karate. Und Meerschweinchen offensichtlich. Noch ein Hobby? Handball. Ah. Aber ich könnte überhaupt nicht mehr Handball spielen, ja, wegen Corona. Ja, das ist doof, da hast du recht. Mann, Leonard, das sind ja Informationen, die muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Donnerwetter. Nochmals, wirklich ganz, ganz großen Respekt. Leonard, du weißt zum Schluss. Drei Hütchen. Ja, seid ja nicht so schnell. Jetzt hast du mir meinen Satz versaut. Aua, im Kopf habe ich mir auch noch einen Schuss. Hat jemand gelacht? Kameramann lacht? Oder warum wackelt die Kamera so? Au. Die 3 legendären Wünsche. Wenn du 3 Wünsche frei hast. Welche wären das? Als erstes, dass meine Familie gesund bleibt. Okay. Als zweites? Dass meine Freunde gesund bleiben. Okay. Und als drittes, jetzt sag bitte nicht, dass deine Tiere gesund bleiben. dass ich bald Handball spielen, also dass wir bald Handball. Irgendwann Handball spielen können. Spielen. Das ist cool. Haustiere gehören aber auch zur Familie. Ja, ja, können aber auch Freunde sein. Also von daher, hast du recht. Doppelt, haben die 2 Leben. Gesundheit. Und wieder Handball. Das sind deine Hauptwünsche. Vollkommen verständlich. Wünschen wir uns alle. Das war ein ganz, ganz großartiges Interview. Vielen, vielen herzlichen Dank, Leona. Vielen herzlichen Dank, Anni. Hast du dir die Fragen alle ausgedacht oder kamen die so spontan? Wie die aus deinem Kopf rausgesprudelt? Ja. Sehr cool, sehr schön. Wir machen jetzt noch ein bisschen Karate. Okay? Ja. Heute auf den Treppen von Ortsteil Winkenkrug. Und bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, Leona, fürs Interview.